Der Griff nach den Sternen erfordert nicht immer einen spektakulären Höhenflug. Gerade auf nassem Rallye-Parkett muss man oft brav auf dem Teppich bleiben. Ansonsten stand man auch in der Motorsportsaison 1987 schnell im Regen. Oder war einfach zum verschämten Zuschauen verurteilt. Selbst der miese Sommer 87 konnte den vielen Toyota-Teams die Saison nicht völlig verregnen. Ganz im Gegenteil, als Rallye-Teams für alle Jahreszeiten lieferten sie sich gerade bei der Toyota Corolla Trophy 1987 packende Positionskämpfe und meist einen atemberaubenden, aber immer sportlichen Schlagabtausch. Trotz der vielen internationalen Toyota-Erfolge im Vorjahr blieb auch 1987 der Breitensport bei Toyota im Brennpunkt. Um knapp 100.000 Mark Preisgelder rauften sich die Rallye-Sportler bei der beliebten Toyota Corolla Trophy, die sich übrigens binnen 4 Jahren zum stärksten Markenpokal in der bundesdeutschen Rallye-Szene gemausert hat. Und Toyota-Teams haben den direkten Vergleich vor kritischem Publikum noch nie gescheut. Deshalb waren auch 1987 die Wertungsrunden zur Toyota Corolla Trophy wieder in der internationalen deutschen Rallye-Meisterschaft angesiedelt, wo natürlich die leistungsstärkeren, technisch aufgepäppelten Gruppe A-Autos das Tempo vorgaben. Streng nach der Devise "großer Sport zu kleinen Preisen" ist die Corolla Trophy dagegen nur für die absolut serienmäßigen und somit erheblich preisgünstigeren Corolla-Typen ausgeschrieben. Toyota Trendsetter wie der Routinier Klaus Ritzinger wirbeln immer noch allerhand Staub auf und sind schließlich so eine Art Leitbild für Toyota-Talente wie hier Rudolf Reindl im Corolla Coupé GT. Deutsche Oliver Schmidtke im Quattro als der Herr der Ringe agieren wollte. So ein zeitraubender Dreher ist natürlich zum Heulen. Zumal solch ein Schottersprintspektakel direkt in einer Zuschauerarena abläuft. Jedes Team driftet auf einem riesigen Präsentierteller. So registrieren zigtausend kritische Augen jeden Fahrfehler. In die Röhre schauen mussten bei diesem speziell fürs Rallye-Publikum inszenierten Spektakel gerade viele der leistungsstarken und eigentlich favorisierten Rallye-Mobile, die teils vor lauter Kraft nicht so richtig laufen konnten oder teils auch nicht wollten. Der Drehwurm infizierte sogar die Stars und manch einer stellte sich schlichtweg blind. Der deutsche Vizechampion von 1986, Oliver Schmidtke, rollt hier blindlings von der Rallye-Showbühne und schob später Berge der Enttäuschung vor sich her. Ja, die Strecke, der Streckenverlauf war etwas anders, hinten in der Spitzkehre am Schotterberg. Da hatte ich das Gefühl, dass der Schotterberg etwas weiter nach innen verlagert wurde. Die Ideallinie war gestern anders und ich bin innen eingeklinkt und das Auto ist langsam nach oben gestiegen. Das Auto, was Sie hier sehen, diesen Toyota MR2, fahre ich hier speziell auf diesem Rallye-Sprint in Luxemburg, was sich sehr gut eignet, auch vom Handling her.
Und bis jetzt sieht es auch vom Ergebnis sehr gut aus. Ich hoffe, es wird so bleiben und wir vielleicht gewinnen können. Start zum neuerlichen Erfolgstrip des Altmeisters Klaus Fritzinger. Der Routinier im Toyota MR2 zeigte mit seinem Gesamtsieg in Luxemburg wieder einmal mehr, dass er trotz seiner 50 Lenze beileibe noch nicht zum alten Eisen gehört. Doch schauen Sie selbst.